Die schönsten Strände, lebhafte Straßen, ganz viel Musik und tolles Seafood. Es gibt wirklich viele Gründe für einen Urlaub in der Karibik. Für mich war es das erste Mal. Meine letzten Winter habe ich immer in Asien verbracht und jetzt bin ich super gespannt, wie schön die Karibik wird. Der erste Stopp meiner Reise, Jamaika. Die sonnige Insel gehört zu den großen Antillen. Hier herrschen das ganze Jahr über tropische Traumtemperaturen. Ob die Menschen hier deswegen so viel lächeln? We are friendly, because we all have music in our veins. Music in the blood. Mein neuer Freund Lucky hat mich jetzt am Local Market rausgelassen und es sieht tatsächlich ziemlich einheimisch aus. Ich habe noch keinen Weißen gesehen, aber ganz viel Obst und Gemüse, das schaue ich mir jetzt mal an. Der beste Weg, ein Land kennenzulernen? Gespräche mit Einheimischen und natürlich das Essen. Ein Gericht, das man auf Jamaika unbedingt probiert haben muss, ist Jerk Chicken. Dabei werden ganze Hähnchen über offenem Feuer stundenlang gegart. In Montego Bay wurde mir ein Laden ganz besonders empfohlen. Da ist ein Cockpit und da gehe ich jetzt rein. Boah, man riecht ja total den Grill. Rice and Peas, das isst man hier dazu. Boah, das ist der Geschmack, von dem alle sprechen. Es hat so einen ganz besonderen Rauchgeschmack. Es wurde über Sweetwood geräuchert und total lecker. Was auch immer das ist, auf jeden Fall natürlich frittiert, wie alles auf Jamaika. Das schmeckt wie frittierter Brotteig, also gar nicht so schlecht. Frittiert schmeckt ja alles gut, wie mit Käse überbacken. Same, same. Mit vielen neuen Eindrücken und kulinarischen Inspirationen ging meine Reise weiter. Denn neben Jamaika hat die Karibik noch so viele schöne Inseln zu bieten. Und wie kann man die besser bereisen als mit dem Schiff? Ich habe jetzt meine Stuffkarte und jetzt geht's auf Kabine. Zu deinem Balkon. Hoffentlich. Das ist schon ziemlich geil. Aber bevor ich meine Balkonkabine so richtig genießen durfte, ging es erst einmal in die Großküche. Hier wurden bereits 600 Portionen meines Jerk Chicken Rezepts für die Gäste vorbereitet. Am Seetag durfte ich dann allen auf dem Pooldeck zeigen, wie man auch zu Hause authentisch jamaikanisch grillen kann. Nach Jamaika ging es weiter in die Dominikanische Republik. Sie ist das zweitgrößte Land der Region und bekannt für die kilometerlangen weißen Palmenstrände. Ich weiß jetzt, dass man die Küste dort ganz besonders gut auf dem Rücken eines Pferdes erkunden kann. Ich bin heute in Porto Playa in der Dominikanischen Republik und ich mache was ich seit der Kindheit nicht mehr gemacht habe, und zwar Reiten. Deswegen habe ich auch diesen heißen Helm auf und ich hoffe, dass ich mich nicht zu doof anstelle, aber ich habe richtig Lust. Das ist Katanga und wir sind jetzt schon Kumpels. Katanga ist ein bisschen nass, weil es nämlich ein bisschen regnet. Macht aber nichts. Boah, das war auf jeden Fall das Schönste, was wir in langem gemacht haben. Und Katanga auch nicht eine richtig gute Kumpel. In der Dominikanischen Republik sollte man unbedingt den frischen, unfassbar knusprigen Fisch probieren. Den gibt es fast an jeder Strandbude. Die Lieblingsbeilage der Dominikaner? Kochbananen. Das gibt es total. Der Blick ist unfassbar. Die Bude ist so hübsch. Super knusprig, super saftig. Ganz genau so habe ich mir die Karibik vorgestellt. So blaues Wasser, so grüne Palmen. Das ist die berühmte Bacardi-Insel, da wurde der Bacardi-Werbespot gedreht. Wir sind gerade vorbeigeschippert mit dem Katamaran. Aber es sah auf jeden Fall sehr schön aus. Die Katamaranfahrt zu den Bacardi-Inseln habe ich genutzt, um mich für meinen Cocktail auf der Poolbühne inspirieren zu lassen. Ich glaube, der Tonkabohnen Pina Colada hat allen Gästen geschmeckt. Nach 2 Wochen in der Sonne weiß ich nun, dass man in der Karibik verdammt gut Urlaub machen kann. Und ich
Ich weiß auch, dass man mal abseits der Touristenkarte gucken sollte, schon allein wegen des köstlichen Essens. Ich hoffe, euch hat mein Video gefallen und sage Tschüss. Bis zum nächsten Mal auf Pizza Test.